Hallo meine lieben YouTuber, erneut, jetzt kommt das Review von diesem Parfüm hier, K.A. bei Katja Grasevich. Und ich werde euch ein bisschen dazu erzählen, das ist Parfüm. Riecht sehr gut, hat ein bisschen was wie von einem Mädchenparfüm. Es hat, glaube ich, Moschus, Zitrone, weiß ich nicht, oder irgend so etwas drin. Wir sprühen mal ein bisschen hier rauf. Und schau mal, wie das riecht. Ich hier kann es nicht genau sagen, aber bisschen auch ein bisschen Zitrone, ein bisschen Alkohol raus. Und man muss ja wirklich sagen, die Flasche, das Fläschchen hier kostet 39,90 €. Ganz schön teuer, aber Katja hat sich Mühe gegeben. Ich gebe Shoutouts an sie. Shoutouts an dich, Katja. Und danke für das Autogramm. Es ist wirklich ein sehr gutes Parfum. Ich habe auch noch ein Armani, das werde ich auch noch reviewen. Und Acqua di Parma, die werden Zeit für Zeit reviewed. Also es ist schon ein richtig gutes Parfum, muss man sagen. Gibt es nicht im Laden, gibt es nur bei Katja Grasevichs Originalseite. Es lohnt sich zum Kaufen. Das ist wirklich ein sehr intensiver Duft, muss man sagen. Muss man schon sagen, ist schon sehr gut. Genauso wie das Acqua di Parma ist auch sehr gut. Also auch sehr, ist auch ein sehr guter Duft für Männer. Das gibt es auch für Frauen, das Parfüm von Katja. Die liebe Katja hat sich richtig Mühe gegeben, das Parfüm zu machen. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine sehr gute Nacht, meine lieben YouTuber. Und weil ich jetzt schlafen gehen muss.